Real G, du weißt, dass das hier alles kein Image ist. Gucken wir mal rein jetzt hier. Die rote Ecke ist 22 Jahre jung, 77 Kilogramm schwer, 1,73 Meter. Auch er debütiert heute in der schwarzen Hose. Begrüßen wir aus dem Irak. Bahad Al-Mut! Bahad Al-Mut! Abu Stud! Auch dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten. 3 Runden, 2 Minuten Runde. Bahad Al-Mut, der irakische Soldat aus Berlin. Auch ein sehr guter Junge eigentlich. Ja, halt mehr. Also für die, die gerade nichts mitbekommen hier, wir machen gerade Live-Reaction auf den Kampf. Der nächste Fight hier, Baha in der roten Ecke gegen Ahad. Hier sehen wir Ahad Akbari mit einer Schussverletzung in der Brust. Der wurde mit... Ich habe sie ja gesehen. Das ist eine maximale Schussverletzung. Maximal. Der, hier wurde der Ahad mit einer Pumpgun angeschossen in seine Brust. Also, das musste man natürlich dann auch mit entsprechender Klebmasse verdecken, ne, die Schusswunde. Ne? In der blauen Ecke. Beide Kämpfer haben sich ein bisschen Zeit gelassen, um in den Ring zu kommen. Hat Keanu schon was gecheckt? Ne, Keanu hat gar nichts gecheckt. Ich weiß es nicht. Keanu hat noch nichts gecheckt. Wegen dem Entfolgen? Wegen dem Folgen. Ich weiß es nicht. Also Keanu, du bist mein Bruder, das weißt du. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit für dich und dein Kind, Bruder. Du weißt, ich liebe dich. Das war nicht böse gemeint. Nur, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es da eigentlich gar keine Bedeutung hat, wenn jemand jemanden folgt oder nicht folgt. Du weißt, von mir nur Liebe für dich, mein Bruder. Du weißt, du bist auf unserer Pyramide. Auf dein Herz. Auf die letzte Stufe. Auf die höchste Stufe. Auf die höchste Stufe. Richter den Kampf freigibt. Okay, bei dem Video wurde jetzt Ahad irgendwie nicht vorgestellt. Also in der anderen Ecke ist Ahad Akbari, auch TikToker für den einen oder anderen, die den nicht kennen. Bahad Al-Mut macht auch Abu Schmut Sachen hier, TikTok und YouTube und so eine Scheiße. So, Freunde, da sind wir wieder beim klassischen Boxen. Ich schätze mal, auch hier gehen wir über 3 Runden. Genau, 3 mal 2 Minuten die Runde. Jetzt muss hier noch geklärt werden, wer wo in welcher Ecke wie viel Berater oder Betreuer haben darf. Ich glaube, das ist hier Open End. Je mehr, desto schlechter. Ja, was? Ringfrei zur ersten Runde. Viele nicht wissen, das stört einen Kämpfer nur, wenn zu viele in den Ring tipps. Ja, die Schuhe von Bahad Al-Mut sind sehr geil. So Nike-Boxschuhe sind krass. Und Ratschläge reinrufen. Das verwirrt einen. Es gibt einen Haufen Kämpfer, die wollen tatsächlich. Ich muss euch ehrlich sagen, vorab schon, liebe Friends. Ich war zwar dort, aber ich habe diesen Kampf nicht richtig sehen können. Ich stand da hinten und die Leute waren immer dazu. Ich konnte gar nicht richtig sehen, aber jetzt sehe ich das mal richtig. Ey, der Bahad Al-Mut hat richtige Boxstellung, Alter, der Erfahrung. Tatsächlich, dass ihre Ecke komplett ruhig ist. So sieht es aus. Wir wollen, glaube ich, alle Kämpfer. Hoppala. Bahad ist hier direkt durchgekommen. Also man muss ehrlich sagen, Bahad kämpft sehr gut. Wir können jetzt ein Quizspiel machen, das wir auf unserem Social-Media-Kanälen machen. Boah. Auf Instagram beispielsweise. Was verbirgt sich unter dem kinesiologischen Tape an der Brust von Ahad? Was verbirgt sich unter der Brust von Ahad? Natürlich eine Schusswunde. Ausgeholt. Schwinger von Ahad, krank. Dreht sich hier weg beim Schlagen. Ahad. Dafür, dass die Jungs hier bei 80 Kilo sind, ist schon, ja, ist schon laut. Bisschen dynamischer, ne, als die anderen Kämpfe. Schauen wir mal, wie lange das anhält. Viele powern sich ja in der ersten Runde aus. Boah. Ja, ich glaube, die wollen aber beide. Mann, ey, ohne Scheiß, Friends. Also, man sieht hier ganz klar, dass Bahad Al-Mut Boxerfahrung hat, was ich auch sehr krass finde. Finde ich gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Finde ich sehr, sehr nice. Ahad natürlich keine Boxerfahrung, hat sich aber getraut, in den Ring zu gehen, deswegen Respekt an Ahad an der Stelle. Auch gar nicht länger als die erste Kämpfe, so wie es aussieht. Ja. Weil das sind... Wollen wir auch nicht. Aber ich muss sagen, die sind hier konzentrierter, ne? Ja, aber bei der Gewichtsklasse, wenn er uns konzentriert, muss da mal was durchfliegt. Ja, dann geht der Bahad macht eine richtig gute Figur. Richtig schief. Ja. Haben wir in den Kämpfen zuvor auch gesehen. Ja.
Also mich triggert, ich sag euch, wie es ist, mich triggert dieses scheiß Pflaster von Ahad auf der Brust. Ich, Alter, das sieht aus wie nur ein schwarzes Loch, Alter, wo du reingesorgt wirst. Bruder, es ist, es hat seinen Grund. Es hat seinen Grund. Es war wichtig und es war richtig. Es triggert mich trotzdem irgendwie. Ahad Akbari! Boah, was war das für ein Ding? Digga! Einfach reingelaufen, Bruder. Digga, Freunde, bitte sagt mir, habt ihr das gesehen? Ich schwöre bei Gott. Da muss man sagen, Ahad ist mein Bruder, ihr wisst, aber das war echt, das hätte nach hinten losgehen können. Achtet mal, diese Situation, das dürft ihr niemals machen. Ahad ist das Paradebeispiel für nicht nachmachen. Achtet mal jetzt. Sehr unkonzentriert von Ahad. Er holt hier aus. Schwinger! Und kriegt den Ding. Also wer das Ding jetzt von mir gewesen, also wie Baha Al-Mut gehauen hat, tot. Der rechte Haken von mir. Leichenwagen. Ich sag euch, wie es ist. Da hat der Baha Al-Mut halt nicht so viel Power aber, gehabt. Aber Dings, Bruder, also da hat Dings, Bruder, da war auch. Da war. Ey. Ah, das ist mein Bruder, aber Bro, das war unüberlegt. Das gucken wir uns nochmal an. Guckt euch das an. Boom! Das war einfach Tüte auf. Boom! Und da kommen die Dinger nach hinterher. Das war einfach Tüte auf. Das war einfach. Da, Freunde. Scharf, nicht scharf, ja, das war einfach. Da. Das war so. Haram, hol den mal da raus, Bruder. Ey, der ist auf der falschen Veranstaltung. Ey, Freunde, jetzt mal ohne Witz. Das war knapp. Aber Ahad hat den, man muss aber auch sagen, Respekt an Ahad, der hat den gefressen. Der hat den gefressen und ist stehen geblieben. Bam und boom, und er steht. Und er steht, er sagt so, komm. Ja, Mann, ja, komm. Guck mein Pflaster ja. Schwarz, guck mal hier. Schwarzer Fleck. Guck. Aggressiv. Beide im offenen Schlag. Also mich hätte jetzt als Gegner von Ahad, hätte mich jetzt die Frisur von ihm verwirrt, Bruder. Guck mal die Frisur. Das ist diese Stromschlag. Das ist diese von Kevin in New York. Also Freunde, ich sag euch ehrlich, die Haare von Ahad waren maximal auf Blitzentzug. Strom. Der war unter Strom, 100%. Markabtausch mit wilden Schwingern. Also, danke für die Runde. Die erste Runde ist um. Was sagst du? Aber Respekt, die umarmen sich. Schwierig, weiß nicht. Also, die haben sich abwechselnd Dinge um die Ohren geschossen. Ich würde auch zu unentschieden für die erste Runde tendieren. Höchstwahrscheinlich, ja. Wobei. Boah. Also, man muss sagen, harte Schläge. Und ich sag euch eine Sache. Ich war ja mit Ahad ein, zwei Mal trainieren. Ganz am Anfang, der Ahad konnte gar nichts. Der hatte mit Boxen gar nichts zu tun. Also mit so Ringboxen. Da hat der Khaldun und der gute Fadi haben aus denen sehr viel rausgeholt. Ich sag euch ehrlich, hättet ihr den Ahad von Anfang an gesehen, hättet ihr, boah, aus dem kann man keinen Boxer machen, Alter. Kimbo Slice, 659. Der denkt sich, bra, lass mich wenigstens zwei Dinger geben. Mach Namen nicht dreckig. Aber ich sag euch ehrlich, also da hat der Fadi, der Trainer, gut was aus denen rausgeholt. Und der Khaldun auch ein sehr guter Boxer. Ne, aber da hat der Baha Al-Mut, spricht natürlich die Vorerfahrung für sich. Ne? Sagen muss, dass Ahad, glaube ich, die Härte. Und was soll diese Frage, Meinung zu JVA Kleve, Bruder? Was sagst du eigentlich zur Photosynthese, Bruder? Was? Photosynthese. Photosynthese, Cousin, ich küsse deine Augen, Bruder. Bro. Hör doch auf damit, ihr Salami. Wollen immer das gleiche. Photosynthese, ihr Salami. Ich küsse doch dein Herz, Bro. Ey, verblüffst mich immer wieder aufs Neue, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Scheiße. Darin einstecken musste. Ja. Sehen wir. Nein, nicht Foto und Käse, Bro. Wallah, ihr habt einen Schaden, Bruder. Wallah, ihr habt einen Schaden. Jetzt hier gerade auch im Replay. Ja, da ging mehr durch. Ob der Ringrichter, der hier auch während die zwei vor ihm boxen,
Wir haben nicht wie gewohnt an drei Seiten des Ringes. So, das ist Fadi. Sehr guter Trainer aus Gelsenkirchen. Khaldun, sehr krasser Boxer. Mit dem habe ich auch schon Sparring gemacht. Sehr, sehr guter Junge. Sehr, sehr guter Fighter. Fadi, Top-Trainer. Und natürlich, hier haben wir natürlich das schwarze Loch. Ich habe keine Ahnung. Da wurde sein Herz rausgerissen. Weiß ich auch nicht. Das triggert mich einfach, dieses Pflaster. Ist Punkterichter, sondern das macht heute alles der Ref im Ring. Ja. So. Ja, wie gesagt, wir sprechen für 80, also knapp unter 80 Kilogramm bei beiden Jungs. Ja, ich meine aber auch vom Stil her, ne? Also die haben jetzt nicht direkt alles rausgehauen in den ersten 30 Sekunden, wie es in einigen Kämpfen zuvor war, sondern die waren schon verhalten, die zwei. Allah Akbar. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt dort. Mit den mitgereisten Fans. Allah, Baha Al-Mut ist motiviert. Muss man generell sagen, dass ich glaube, durch diese Internetbekanntschaft und diese Community-Bildung, die da treiben, haben ihre Fans schon ganz gut an sich gebunden. Ja. Also wir haben schon ein großes Netzwerk aufgebaut, ne, was sich halt anhand der Zuschauer zahlen. Aha, ich küsse dein Herz, Alter. Widerspiegelt. Es gab auch zwischenzeitlich einen Einlassstopp, so viel ist hier los. Oh, da sind die kurz mit den Köpfen aneinander geraten. Da müssen sie aufpassen, die Köpfe hochhalten. Alter Schwede. Leiser. Also man muss ehrlich sagen, Ahad macht aber Druck. Ahad macht Druck. Ne, Bahar Al-Mut natürlich der bessere Boxer, aber Ahad für einen Nicht-Boxer macht er Druck. Der geht immer drauf, er hat keine Angst, das ist krass. Natürlich dreht er sich manchmal weg, ja, Helikopterbasis. Nein, zweite Runde bisher. Aber guck mal, der rennt, komm her, du. Sich bei Al-Mut. Digga! Jo! Ja! Mach ich! Ringrichter ermahnt beide kurz. Der ist auf Kaktus. Ahad hat vorher Kaktus-Joint geraucht. Weil sie mit den Köpfen zuerst geschlagen haben. Zusammengestoßen sind mehrfach. Oh! Oh shit, Digga! Was war das denn? Einfach. Tschüchlein. Das Krasse. Hast du das nicht gesehen? Nee, wo denn? Achte den rechten Haken von Bahar Al-Mudi. Digga. Aber dass der Art noch steht. Krass. Achte mal hier. Zusammengestoßen sind mehrfach. Boom. Aber Art steht, Digga. Aber hier. Ey. Doppeldeckung. Ja, Al-Mut. Die Haare von Ahad erinnern mich gerade an einen verrückten Cracky aus FFM. Der sein Zeug will. Wo ist mein Kaktus? Wo ist mein Kaktus? Für mich auf jeden Fall der dominierende Kämpfer in dieser Runde. Ja. Bei Ahad sieht man öfters Schwinger, die halt, wie jetzt gerade auch, ne? Nicht ihr Ziel. Boah, jetzt kommt gleich eine Sache, das tat dir mir richtig leid, Bruder. Das hat mich richtig an Karate-Tiger erinnert. Wir müssen bei dem Drehen aufpassen, dass sie sich da nicht mal was auf den Hinterkopf einfangen. Ja. Jetzt. Das ist jetzt. Gefährlich. gefährlich. Die Kamerasicht war leider nicht so geil. Wie denn ist deine Ding? Ah, Bruder, ich hab damit nichts zu tun. Ich distanziere mich, Bruder. Heute Distanz von Kaktus, von Ibo Flam und von dem, ich hänge in den Seilen, Bruder. Distanzierung von mir, meiner Seite, ganz klar. Aber ist dir aufgefallen? Ist dir aufgefallen, dass die Gazi macht? Ja, ich wollte gerade sagen, die macht den Gazi. Die kam auch mit Stuhl rein. Art mit wilden Luftschlägen. Mit wilden Luftschlägen, richtige Beleidigung. Er schlägt ins Leere. Richtige Blindgänger wieder.
eine zweite Runde. Zweite Runde sehe ich genauso wie du für die rote Ecke, für Baha Alamut. Ja, der hat übrigens offensichtlich mit der Hose von Schubo kämpft. Ja. Ja, aber das hatten wir auch heute schon öfters gehabt, ne, dass die Kämpfer das eine oder andere vergessen haben. Boom. Angefangen von Schuhen über den Tiefschutz und so weiter und so fort. Deine Ecke sind wir Ibo Sado. Ich will nicht wissen, wie viele Kämpfer sich hier den Mundschutz teilen. Oh Gott, um Gottes Willen. Man muss aber ehrlich sagen, der Ahad kämpft. Der kämpft. Respekt, er kämpft, Digga. Er geht und marschiert. So, Team Baha, man sieht hier ganz klar, er sitzt und verschnauft. Ahad bleibt stehen wie ein Mann. Ringfrei zur dritten Runde. So, alle guten Dinge sind drei. Wir sind in der letzten Runde angekommen. Ich glaube aber immer noch, dass wir eine Chance haben, das Ding vorzeitig beendet. Na, spuren wir ein bisschen vor. So. Umar versus Alvaro. Alvaro hat leider den Kampf nicht entgegengenommen. Weiß ich nicht warum. Krankheit, Faulheit, ich weiß es nicht. Aber Alvaro ist ein guter Junge. Ich habe mit dem ein, zwei Mal gechillt. Ist ein sehr lieber Kerl. Omar ist auch ein Top-Junge. Sehr, Omar ist sehr, sehr freundlich, Bruder. Sehr freundlich, auch ein sehr guter Junge und auch ein guter Fighter. Aber der Kampf ist nicht zustande gekommen, keine Ahnung warum. Am Ende des Tages, schade, dass es nicht so war, weil sonst hätten wir hier wieder einen weiteren Kampf, auf den wir reagiert hätten können. Shake hands und los geht die dritte Runde. Shake helps. So. Oh, der lässt die linke fliegen. Da sind die Schwinger, die ihr nicht machen dürft, blind. Boom! Ringrichter. Aber der Ahad marschiert. Nach dem zweiten Break-Kommando schon eigentlich zwischengehen. Da ist es eher ein Stopp. Oh. Es war nah an dem Hinterkopfschlag. Ja, vor allem mit der Innenhand geschlagen. Ne? Was bei Schwingern ja gut und gerne mal passieren kann. Ja. In der Halle sind noch allerlei. Okay, dieser Schwinger hätte sitzen können. Hat aber nicht, leider. Gerüche wahrzunehmen. Ja, zu den... Es kann sein, dass es heute noch eine lustige Nummer wird mit uns beiden. Ja, zu den Naturprodukten, Naturgerüchen hier. Das sind natürlich die blinden Schläge. Nein, Dean, tu ihn nicht weh. Das sind dann natürlich, ey. Natürlich, da ist Ahad natürlich... Scheiße. Also nicht böse gemeint, sondern das ist scheiße. Genau, rette noch, Cousin. Mach es nicht. Bitte macht es nicht. Kein blind gucken und blind schlagen. Ein erfahrener Boxer guckt nur einmal, bam, boom. Bam, bam, Bigolo. Na? Das möchte ich unkommentiert lassen. Ich hoffe nur, dass wir ihn keine Polizeikontrolle. Er schwingt immer seinen Kopf so weg. Er geht immer drauf, hat keine Angst, aber schwingt den Kopf weg. Ich verstehe das nicht. Aber es ist auch die Nervosität. Vergiss nicht, es gucken sehr viele Leute zu. Also wenn du da keine Boxerfahrung hast, nichts, alter Schwede. Da geht dir wirklich. Da ist wirklich Lampenfieber am Start. Alle kommen. Ach du. Egal. Ja, jetzt merkt man halt auch, 3 Runden auf 80 Kilo sind halt immer noch 3 Runden. Ja. Den geht jetzt auch langsam halt die Luft aus, bei der Pumpe. Ahads Frisur. Hat sich verändert? Hat sich. Ahads Frisur. Hat sich verändert? Hat sich verändert. Das ist so das Einzige, was man sagen kann.
die Haare so, da mache ich nicht mit. Das haben wir nicht trainiert. Und immer wenn du denkst, man, das geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich stehe unter Strom. Scheiße. Ich sehr verändert. Dingeltangel Bob, Dingeltangel Ahad. Sein Gesichtsausdruck auch. Kurz Helikopter. Dieses Wegdrehen ist unglaublich gefährlich, Jungs. Hört auf mit so einem Blödsinn. Als würden die Kämpfer den so hören. Ey Jungs, hört auf. Ey, damit. Ich schwöre, ich hab den nächsten Gegner für Ahad. Wen? Jalous. Abolous? Abolous, Cousin. Beide machen den Helikopter, Bruder. Das wird zur richtigen Beyblade-Arena. Helikopter. Kennst du noch diese Kreise, die man so spielt, die so drehen? Ja, Beyblade. Ja. Beyblade, ja. Das wird zur Beyblade-Arena. Let it rip. Geil. Gute Idee, Bro. Ja, also. Ah, ist Werbung. Der Sinan wird es auf jeden Fall hinkriegen, dass sie gegeneinander antritt. Vor allem dann noch versuchen mit der Elle. Mit der Elle. Oh. Drehbewegung zuzuschlagen, ne? Der Ahad kann einstecken. Jetzt dürfen wir auch gleich über die Zeit sein. Danke für die dritte und letzte Runde. So, deine Prognose? Ja, ich würde sagen, rote Ecke. Und? So, guck mal hier. Okay, Bahar Al-Mut hat gewonnen. Freut er sich. Natürlich, können wir da auch nur sagen, Baha Al-Mut, Abu, Kaktus, liebe Grüße, sei dir der Sieg gegönnt, herzlichen Glückwunsch, trotzdem großen Respekt an unser Bruder Ahad, der sein Mann gestanden hat, der mit null Boxerfahrung dort reingegangen ist, hat sich natürlich ganz okay angestellt, ist natürlich, die Erfahrung hat gefehlt, ne? Und Schalmut hat das Ding gemacht. Ha, 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 ha.